Und damit, hi liebe Leute, willkommen jetzt zu einem neuen hier Infovideo bei mir auf dem Kanal. Ihr seht schon selber, was bei mir wieder offen ist, mein Streamlabs-Chatbot, den kennt ihr ja wahrscheinlich schon hier von meinem Twitch-Livestream. Grund ist jetzt ganz einfach, ich wurde ja relativ häufig schon gefragt hier nach einem Discord-Server. Ja, mittlerweile habe ich mich mal einen eingerichtet, weil es eigentlich doch gar nicht mal so ein Schwachsinn ist, wie es eigentlich erstmal behauptet hatte, weil eigentlich dachte ich mir, ja gut, ich kann alles über PSN-App und alles drum und dran abbilden. Aber mittlerweile gibt es dann doch echt mit Sinn, dass ich das dann mit reinmache. Ja, habe ich jetzt noch mit erstellt. Das Ding seht ihr in dem Fall hier, wenn ich das Ding jetzt gerade vor kurzem aufrufe. So, das hier ist er. Ist auch noch relativ sporadisch eingerichtet, aber meine Güte, kommt noch was mehr mit mehr dazu. So, genau. Habe das ganze Zeug auch schon mal verknüpft hier mit meinem Chatbot hier im Stream. Das heißt, der Dinger wird hier automatisch hier unter Livestream das reinposten hier, wenn ich wieder live bin, welchem Spiel ich live bin und alles drum und dran hier. Das wird hier dieser Chatbot dann für mich erledigen. Das ganze Zeug habe ich verknüpft mit Twitch. Somit kann er die Daten da abgreifen und das dann hier reinposten, hier, wenn ich wieder online bin, mit welchem Spiel und so weiter. Ja, natürlich glasklar hier, ja, viel gibt es hier noch nicht. Mods wird es natürlich dementsprechend auch wieder geben, na, das ist auch wieder klar, weil das Ding wird natürlich jetzt hier öffentlich reingepostet. Der Link läuft auch nie ab bei Discord, das stelle ich jetzt gleich so live ein. Den Link dazu hier zu Discord poste ich unten rein. Ist natürlich dann genauso gültig wie jetzt hier für die Discord-App an sich, für den PC. Natürlich auch Discord direkt über den Browser aufrufbar und oder mit jedem Handy, zum Beispiel Tablet, wie auch immer. Na, könnt ihr das Ganze dann in dem Fall auch machen. Was allerdings noch nicht geht, finde ich so ein bisschen schade hier, dass ich, wenn ich jetzt hier irgendwie was reinschreiben würde, deswegen habe ich das hier mal so reingepostet hier, dass es automatisch, wenn einer hier was reinschreibt, der Bot das abgreift und in den Stream reinpostet. Das wäre noch geil gewesen. Gibt es aber noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann, weiß ich nicht. Also hier seht ihr erstmal nur die Autoposts vom Chatbot hier. Wann ich mit was online bin. So, genau, noch. Ich hoffe ja mal auf Besserung. So, genau, natürlich hier auch, hier Vorstellung, klar, ihr landet aus meinem Willkommenskanal hier drin. Ist logisch, hier AFK-Modus haben wir hier drin. Den Livestream an sich, wie gesagt, Gelaber vom Feinsten, habe ich es einfach das mal so genannt, für etliches Bullshit-Gelabere, was ja bei uns mittlerweile fast schon Standard ist. Ja, dann haben wir hier noch Trophäenhilfe benötigt, da könnt ihr reinposten hier, also welchem Spiel ihr das Ganze benötigt. Die werden natürlich hier mal noch so eine Vorlage reinposten, wie es am sinnigsten wäre, gerade hier mit hier, was ich da hier, Plattform zum Beispiel, also mit dem Auswahl fängt dann das Spiel an sich, dann die Trophäe an sich oder mehrere Trophäen oder was ich da, Grundboosting und sowas, bla bla bla, kann man das hier reinposten und dementsprechend ja eventuelle Leute hier finden. Da haben wir gedacht, hier, weil es auch hier schon öfters im Stream so der Fall war, mit Spielen zum Ausleihen oder zum Verkaufen, dann kann man die eventuell ja mit reinposten, wie so eine kleine Ebay mehr oder weniger, wo ihr euch dann hier privat anschreiben könnt hier, wenn ihr da Interesse haben solltet. Hier natürlich ja ganz einfach, wenn einer hier drin wäre, man sieht es ja dann hier. Ja, wer wie wo was vom Namen her aufgelistet wird, man macht einfach nur einen Rechtsklick drauf, klickt hier auf Nachricht und dann kann man hier da das dementsprechend hier so reintippen. Ja, und dann hier, bupp, klickt er das auch mit hier. Dementsprechend ploppt es bei ihm beim nächsten Mal auf, wenn er online sein sollte, beziehungsweise je nachdem, wie man das Handy eingestellt hat oder die App hier an sich, ploppt es dann hier als Push-Nachricht auf. Von dem her eigentlich sehr gut so möglich. So, Direktnachrichten mache ich wieder zu, gehe wieder direkt auf meinen Server wieder rüber. Und dann haben wir das ganze Ding. Natürlich, klar, Sprachkanäle gibt es auch. Ist ja so ähnlich wie Teamspeak hier. Da kann man dann rein switchen und dementsprechend dann hier labern. Na, man muss natürlich hier dementsprechend noch Lautsprecher aktivieren und Mikro aktivieren. Ist auch klar, kann man natürlich auch noch nebenbei machen. Na, geht auch auf dem Handy. Von dem her, ja, na, da gibt es hier die Sprachkanäle, wenn einer das will. Jo, weitere Kanäle werden noch kommen. Können natürlich das ganz gerne mal reinposten, hier, welche ihr noch gerne hättet oder wie auch immer, wie was, was ich hier jetzt vergessen habe auf die Schnelle. Aber ja. Das Ding ist er. Den Link mache ich jetzt mal generell hier das so automatisch hier Ding auf niemals setzen. Genau, niemals ablaufen setzen. So, hier, na, auf nie. Maximale Anzahl von Verwendungen, das ist Wurst, machen wir hier kein Limit. Und vorübergehende Mitgliedschaft erlauben, dass ich erstmal noch hier, mache ich mal mit rein. Na, also Details, es kann erstmal jeder rein, jeder ist erstmal hier Mitglied, so gesehen. Wird auch nicht hier direkt wieder rausgekickt aus dem Server, sobald er rausgehen würde, wenn ich das so lassen würde. Geht ihr kurz rein, sobald Discord beenden würdet, fliegt ihr runter vom Server. Na, muss ja nicht sein. Deswegen mache ich das erstmal an. Natürlich, klar, wenn natürlich irgendwelche Idioten oder was ähnliches reinkommen hier, die werden natürlich entweder durch mich oder durch meine Mods dann gekickt. Na, ist logisch. Beziehungsweise auch gebannt. Dann müsste derjenige jetzt mal einen neuen Discord-Account anlegen und so etc. Pipapo, ist nervig. Na, muss nicht sein, die werden dann gekickt. Und dann ist gut, beziehungsweise könnte ich den Server zur Not auch dann so einstellen, dass keiner mehr halt reinkommt, außer ich erlaube es selber. Na, das ist dann die Hardcore-Lösung, falls dann irgendeiner meint, er muss uns gewaltig auf den Piss gehen. Na, so, den Link haben wir, deswegen machen wir den Link generieren. So, das hier wäre, der sitzt dann hier, klar, auch unten drin in der Videobeschreibung. Na, da einfach draufklicken, dann öffnet sich Discord, könnt ihr euch anmelden mit euren Discord-Daten, wenn nicht, Account schnell erstellen. Und dann, wupp, da rein, seid ihr drin, automatisch gleich als Mitglied. Und
Na, schau mal, wie das Ganze läuft. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Discord habe ich jetzt bei mir wieder auch auf dem Handy mit unter anderem drauf. Werde natürlich da ab und zu mal reinschneiden hier. Und mal gucken, was da so abgeht. Genauso auch klar, Discord-App seht ihr ja gerade selber. Ist auch ein PC drauf. Reicht. Ja, genau. Das war's mit Discord. Jetzt habt ihr es hier nicht geschafft. Ihr habt Discord. Ihr wollt es ja so. Und ja, da ist er. Haut rein. Wir sehen uns oder lesen uns in dem Fall. Ja. Wünsche was. Ne? Bis demnächst. Man sieht sich. Tschö und Servus.